Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Legion Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Willkommen, liebe Zuschauer. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Thomas Vogler. Freue mich auch. Schön, dass wir hier im Jazzclub Voglers Jazzclub, so heißt es, glaube ich, richtig rum. Jazzbar Vogler, aber ist egal. Jazzbar Vogler, genau. Die Experten wissen das, die hier. Seit wie vielen Jahren kann man hier schon herkommen? Seit fast 24 Jahren, seit 31. Juli 1997. Und seitdem bist du hier auch Chef, oder? Seitdem bin ich Chef, oder ich versuche es jedenfalls, und die Bar trägt meinen Namen, also es gab auch keinen Vogler vorher, also es hat mit mir angefangen zu voglern. Und wie geht es dir jetzt im Moment zu Corona-Zeiten, also dir persönlich und dann natürlich auch deiner Bar? Also persönlich geht es mir sehr gut, also ich habe das große Glück, Familie, Freunde, Gäste zu haben, die mich durch diese Zeit tragen. Mhm. Und für uns alle ist es nicht einfach, aber es ist ein Ende nahe, und auf das konzentrieren wir uns, und dann freuen wir uns, wenn wir wieder aufmachen können. Wie lange hast du jetzt zu schon? Also ich hatte letztes Jahr von 15. März bis 15. Juni zu und mhm. dann seit November jetzt wieder zu. Also das sind schon 5 Monate mhm. und es wird sicher ein 6. Monat dazukommen. Also die Zeiten waren schon mal rosiger. Mhm. Apropos Farben, rosig, hier ist Blau, ist eine Farbe vor Gelb. Da hast du eine super Geschichte, denn der Thomas Vogler, der schreibt ja auch Bücher. Auf jeden Fall Bücher ist übertrieben. Eins. Provozierender Titel, sehr provozierender Titel, dazu das passende Bild, Der kotzende Hund oder ein kotzender Hund. Der kotzende Hund. Gibt es dazu eine Geschichte? Ja, die steht im Buch. will er nicht verraten. Stimmt, also man kann ja nicht sozusagen die Hauptgeschichte des Buchs verraten. Ne? Die Hauptgeschichte zu verraten wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig. Blöd. Ja, vor allem bei diesem doch verhältnismäßig prägnanten Titel, der wahrscheinlich dazu animiert zu sagen, kotzender Hund. Also erstens ist es schon mal mutig, in eine Buchhandlung reinzugehen und zu sagen, ich hätte gerne einen kotzenden Hund. Mhm. Wenn man den Titel dann verlieren würde, beziehungsweise zu viel verraten würde, wäre, glaube ich, schade. Aber man darf so viel verraten, dass das alles Kurzgeschichten sind. Ja? Und alles Kurzgeschichten, also Geschichten, die du hier in diesen Räumen erlebt hast. Es sind alles Geschichten, die, es gibt, glaube ich, 2, die ich nicht hier erlebt habe. Das ist einmal Amerika gewesen, oder 2, glaube ich, in Amerika. Aber ansonsten spielt alles hier in der Bar. Wir müssen kurz, denn das ist auch eine Geschichte, die ich sehr witzig finde. Also Blau ist eine Farbe vor Gelb. Und dass da ein Fußballfan hier reinkam und sofort wusste, was du damit meintest. Aber die Geschichte kannst du am besten, glaube ich, kurz selber erzählen. Also dieses, ich kenne kaum ein Bild, das ist von Cosi Del Piero, was mehr Aufmerksamkeit erregt wie dieses, was ich jetzt nicht sofort vermutet hätte. Ja. Es gibt unglaublich viele Gäste, die es erstens fotografieren und zweitens davor stehen und sie fragen, Blau ist eine Farbe vor Gelb, okay, was soll damit gemeint sein? Klar. Jetzt gibt es, glaube ich, ein 30 Interpretationen und der Gast, der reinkam, der hatte eine ganz besonders eigene, auf die ich überhaupt nicht gekommen wäre, der stand ungefähr da, schaute das Bild an, war total begeistert und sagte, boah, du bist auch Schalke-Fan. Nein, natürlich bin ich kein, was heißt natürlich, aber ich bin kein Schalke-Fan. Und er hat natürlich sofort interpretiert, Schalke ist vor Dortmund. Und das hat ihn unglaublich glücklich gemacht an diesem Abend. Ein Kunstkenner. Muss ein Kunstkenner? Ja, auch. Aber ist ja egal. Also solange Kunst einen anspricht und eine Geschichte erzählen kann, es ist ja toll. Ja, ja. Und vor allen Dingen macht dann da oben, 11 ist eine Zahl vor 12, passt. Ne? für Schalke jetzt momentan eher, glaube ich, weniger. Aber so in dem Kontext. Blau 18 vor der zweiten Liga, okay, wir lassen es. Sag, und das sieht ja irgendwie sieht so nach
dem die reinen Machtkräfte hier durchgegangen sind. So könnte ich mir vorstellen, sieht deine Jazzbar eigentlich immer so mittags um 12 aus, oder? Ja, es ist schon lange jetzt mittags vor 12, also kurz vor 12 quasi. Ich habe es bewusst auch so stehen gelassen, weil es natürlich am besten ausdrückt, was hier momentan passiert. Eben nichts. Es gibt keine Gäste, die jetzt momentan hier sein können und die Bar genießen, die Musik genießen können. Und deswegen gibt es diese traurigen, still vor sich hin weinenden Stühle auf der Bar und auf den Tischen. Also diese Bar lebt ja auch davon, dass man sehr eng beieinander ist. Ne? Also das ist ja sozusagen die totale Anti-Corona-Bar. Ne? Du hast Musik, die Leute singen, die Leute tanzen. Diese Stimmung, die hier normalerweise drin ist, die ist ja eigentlich einmalig. Ja, also für München ist es einmalig. Und ich hatte auch immer samstags Tanzbands. Anfang März hatte ich die letzte Tanzband, weil ich irgendwann dann selber ein Tanzverbot ausgesprochen habe, weil ich gesagt habe, das kann nicht funktionieren, dass hier getanzt wird. Bei diesen ganzen, da gab es noch gar keinen Lockdown, noch gar nichts. Ja. Weil ich die Zahlen so interpretiert habe, dass ich gesagt habe, wir brauchen hier schon Abstände. Und dann habe ich schon angefangen, die Tische auseinanderzustellen und Abstände einzurichten, obwohl es gar nicht offiziell noch gefordert war. Mhm. Natürlich lebt jede Bar von Nähe, von Kommunikation und besonders natürlich eine Musikbar, wenn mit der Musik mitgegangen werden kann, wenn getanzt werden kann, wenn man einfach auch mal aufstehen kann und dazu zu tanzen. Und das ist, ja, momentan natürlich nicht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es bald wieder so sein wird. Lass uns die Zeit einfach zurückdrehen und Corona jetzt einfach mal vergessen und uns einfach mal nur darüber zu unterhalten, wie die Bar hier funktioniert. Denn da ist ja eine gewisse Idee auch dahinter, die du aus Amerika quasi mitgebracht hast, ne? Ja, also es waren viele Zufälle, die im Grunde genommen ineinander reingespielt haben. Also erstens komme ich nicht aus der Gastronomie. Wie ich die Bar aufgemacht habe, hatte ich nie in der Gastronomie gearbeitet, keinen einzigen Tag. Bis einmal als Wiesenkellner auf der Wiesen, aber das ist jetzt nicht unbedingt Gastronomie, das ist Theater im Hackerzelt. Kannte keinen einzigen Musiker. Aber ich wollte unbedingt eine Live-Musikbühne aufmachen. Damals war ich noch jung genug, um zu sagen, okay, meine besten Freunde haben gesagt, wir geben dir 3 Monate. Länger packst du das nicht. Das ist hier viel zu groß. Und die hatten Ahnung von Gastronomie. Die Lage, die Kosten, bla 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 bla. Mhm. Und dann bin ich aber ein Sturkopf. Und auch mein Vater, dem ich gesagt habe, ich mache jetzt eine Jazzbar auf, hat gesagt, es ist wurscht, was ich jetzt sage, weil du machst es eh. Und so war es dann auch. Und dann hatte ich mich bei verschiedenen Brauereien beworben, weil es gibt 3 Möglichkeiten, meiner Meinung nach, eine Bar zu eröffnen. Entweder haben sie selber genug Geld, um eine Bar aufzumachen, entweder verdient oder geerbt. Es gibt jemanden, der dich unterstützt. Oder du arbeitest mit der Brauerei. Oder man kann zur Bank gehen und sagen, hallo, ich habe da eine coole Idee. Habe ich auch eine Geschichte hier drin über eine Bank, wo ich hingegangen bin und ein Konto aufmachen wollte. Und dann habe ich mich bei verschiedenen Brauereien beworben mit einem Konzept. Konzept konnte ich schreiben und habe aber nur Leichen angeboten bekommen, weil die Brauereien natürlich gedacht haben, okay, damals war das noch so, vielleicht bringt er Geld mit und dann ist es ein halbes Jahr, ist er wieder drin und dann kommt der Nächste, ist uns ja wurscht, was da passiert. Und ich meine, die Location und die Historie von diesem, von dieser Gaststätte. Gaststätte. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ne? Gaststätte, also die Historie ist ja auch nicht motivierend gewesen, ne? als du es übernommen hast. Also hier waren ja relativ viele vorher drin, die dann alle irgendwann mal aufgeben mussten. Also zum damaligen Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie viele wirklich schon aufgegeben haben. Ich habe eine Ahnung davon bekommen, dass ich zu einem Getränkehändler gegangen bin und der gesagt hat, haben Sie nicht Lust, mich zu beliefern? Ich mache jetzt hier eine Bar auf. Ja, wo? Rumpfortstraße 17. Was? Rumpfortstraße 17? Nee, also ich beliefere Sie, aber Sie müssen immer gleich sofort Cash bar zahlen, weil auf diesem Haus liegt ein Fluch. Da dachte ich mir, okay,
Meinetwegen. Wir sprechen von 1997. Ja. Und dann habe ich im Zuge des 20-jährigen Bestehens im Stadtarchiv die Geschichte des Hauses recherchiert. Die steht auch, gleich, hier drin. Gleich ganz vorne. Ganz ja, genau, vorne. Das ist die Einleitung quasi, die unglaubliche Geschichte des Hauses Rumfortstraße 17. Hier, das Haus wurde 1876 gebaut und von Anfang an war Gastronomie drin. Mit aberwitzigen Geschichten zum Teil. Wirklich unglaublich. Kann man alle hier drin lesen und... Genau. Kann man alle hier drin sag lesen. Mir mal, Thomas, du stehst ja dann hinter der Bar, ja? Ja, normalerweise. Normalerweise. Können wir da mal hintergehen? Von mir aus. Also ich stehe nicht nur hinter der Bar, ich mache alles. Ich putze auch, also es gibt keine Putzkolonie. Ich putze, ich kümmere mich um die Musiker, ich mache die Buchhaltung, ich mache die Abrechnung. Hast du keinen Partner oder sowas? Nee. Ein Geschäftspartner oder ein Lebenspartner? Geschäft, also ich wollte nicht zu indiskret werden. Geschäftspartner habe ich keinen. Nein, sowas kann man auch meiner Meinung nach nur alleine machen. Jetzt sitzen da also in 18. guten Zeiten 18 Leute, ja? Theoretisch. Theoretisch. Und die wollen ja auch alle mit dir irgendwie ins Gespräch kommen, kann ich mir vorstellen. Oh, da ist der Vogler, der ist jetzt da hinter der Bar. Ich habe schon viel über die Bar gelesen. Was hast du da für Techniken, um mit Menschen zu kommunizieren? Das müssen wir jetzt ausprobieren. Oder das müssen wir die Gäste fragen. Also wenn es voll ist, kann man mit mir nicht kommunizieren. Nee. Das ist unmöglich. Also das wissen die Gäste aber auch. Und die kommen ja auch nicht hierher, um ein Gespräch mit mir zu führen, sondern mit ihrem Nachbarn, den sie gerade kennengelernt haben, oder im Gespräch mit dem oder der, mit der sie hierher gekommen sind. Also ich bin jetzt nicht der primäre Ansprechpartner, also ich bin ja nicht die Seelsorge. Aber ich habe von manchen Leuten, also die schon also hinter der Bar gearbeitet haben oder arbeiten, schon sowas gehört wie Seelsorge. Also dass die da Themen kriegen, auf die man dann in deiner Position vielleicht auch verzichten kann. Nee, das ist wieder sehr typabhängig. Also ich habe auch Mitarbeiter, die ziehen solche Menschen an. Und die kriegen alles ausgeschüttet, was der Mensch jemals in seinem Leben erlebt hat. Ich bin aber nicht so ein Typ. Also ich habe die genügende Distanz und diese Menschen kommen nicht zu mir. Oder setzen sich an die Bar und merken, nee, das ist keiner, den ich jetzt hier volltexten kann. Das ist was anderes, wenn ich spüre, ein Gast hat, geht's nicht gut, hat ein Problem, dann ist was anderes, dann gehe ich drauf ein. Mhm. Aber der Bekannte spricht wahrscheinlich von Menschen, die bewusst, egal wo sie hinkommen, einfach die Barkeeper zu texten mit meistens leider völlig uninteressanten Geschichten. Ja, das muss man ja aushalten als Barkeeper. Das muss man aushalten, ja, das halte ich auch aus. Also deswegen, viele von diesen Geschichten sind ja auch in dem Buch drin, von Menschen, die hier reinkamen und vielleicht etwas anders ticken, wie wir jetzt zum Beispiel. Wann brauchst du einen Doorman? Brauchst du einen Doorman? Muss hier einer stehen, der selektiert? Nein, ich will das auch nicht. Also ich will nicht dieses Münchner Schickeria-Gedöns mit deine Nase passt mir und deine Nase passt mir nicht. Ich hatte früher an Faschingsdienstag jemanden zum Beispiel. Also durch die Nähe zum Viktualienmarkt, als da noch die zentrale Faschingsdienstag-Veranstaltung war, ging hier um 17 Uhr der Punk ab. Also da waren keine Stühle, keine Tische in der Bar. Auf der Bühne war eine zweite Bar, ein DJ, alle Tische draußen, alles raus. Und dann wurde von vorne bis hinten gezappelt. Wie viele Leute passen hier rein? Zum Sitzen 100. 100. Aha. Also, aha. Und wenn es richtig voll ist, dann sind es auch mal zwei. Das können auch, nein, das geht gar nicht. Nee, das darf dann auch nicht passieren. Es gab schon früher mal, also es ist natürlich schade, dass man jetzt immer von früher, ich komme mir schon vor wie mein eigener Großvater. Ja, aber ist so. War natürlich gerade an den Samstagen, aber auch montags. Also montags hatte ich immer Jam-Session. Das war mein drittstärkster Tag. Also wo Musiker, wo ich ein Quartett hatte für das erste Set, sehr gute Musiker.
Und dann kam dazu, wer in der Stadt war. Und es war wahnsinnig lebendig, unglaubliche Energie. Und es gab Gäste, die kamen nur montags. Die habe ich sonst nie gesehen, nur montags. Also ich habe es ja auch ein paar Mal richtig voll erlebt. Und dann, wie viele Kellner oder wie viele Leute helfen dir dann noch so? Also wenn es richtig voll ist, dann sind wir zu zweit hinter der Bar. Ich mache die Cocktails und ein anderer Kellner die anderen Getränke. Das Problem ist, es ist ziemlich schmal da hinten. Also wir können nicht zu dritt, dann müssen wir eine Leiter drüber bauen. Und dann drei oder zwei im Service, je nachdem. Wie handelt man das mit Zechbrillern? Erlebst du das oft hier? Nee. Also Gott sei Dank nicht. Ich weiß nicht, wie es in anderen gastronomischen Betrieben ist. Hier Gott sei Dank nicht. Man kennt seine Gäste und man kann über die Jahre Gäste sehr gut einschätzen. Also ich kriege ein sehr schnelles Gefühl, ob der koscher ist oder nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, dann lasse ich auch sofort abkassieren, zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt ja auch eine Geschichte über den Zechbrill. Ja, natürlich. Deshalb, ich will ja die Geschichten nicht alle verraten. Ja. Aber wenn da einer so die Zeche prellt, und ihr das merkt und der dann so da durch den Ausgang geht, läuft dann einer von euch nach? Oder? Natürlich. Ja. Also ich bin da gnadenlos. Also ich bin auch schon, wie ich alleine in der Bar war, dem hinterhergejoggt, habe ihn dann an der Bushaltestelle gefasst quasi. Und nee, natürlich. Also ich würde jetzt nicht bis zum Marienplatz rennen und meine Bar hier alleine lassen. Aber ein gewisses Risiko gehe ich dann schon ein. Das muss sein. Sportlicher Ehrgeiz. Ja, ja, klar. Also dann, man arbeitet ja. Ja, will ja nicht umsonst arbeiten. Die Musiker auch nicht. Die wollen auch ihr Geld verdienen. So, und jetzt hast du keine Ahnung gehabt, wie Gastronomie funktioniert. Und dann geht's ja irgendwann mal los. Und was waren da so deine Einbrüche, die du erlebt hast? Weil man kennt ja viele Menschen, die in irgendwelchen Berufen sind. Auch gerade in den Medien, sage ich jetzt mal, ja, wo es ja immer auf und ab geht. Und dann weiß man nicht, was ist in 2 Jahren los oder so. Und da laufen ja viele mit der Idee rum, ich mache mal eine Kneipe auf. Du hast es gemacht, hast keine Ahnung davon gehabt und bist hier ja mit einer der erfolgreichsten Jazzbar-Besitzer. Aber was hast du erlebt? Was waren die Tiefen, durch die du durch musstest? Also einer der Erfolgreichsten zu sein, ist nicht schwer. Ich bin der Einzige. Aber du bist der Einzige erfolgreich. Aber natürlich geht man durch. Was ist mit Unterfahrt und so? Das ist ein Jazzclub. Das ist was ganz anderes, weil die werden finanziert. Also die kriegen öffentliche Gelder, Subventionen. Das ist ein anderes Modell. Also das muss man hier auch nochmal erwähnen, lobend erwähnen, dass du also wirklich selbstfinanziert bist und nicht subventioniert von irgendjemandem. Ja, das darf man nicht vergleichen. Die machen auch einen super Job, überhaupt kein Thema. Aber es ist was ganz anderes. Also das private Risiko ist natürlich viel höher, wenn man es privat finanziert. Natürlich bin ich durch ewig viele Täler gegangen. Also das ging schon so los, dass ich 97, 31. Juli, war natürlich die Hölle los, weil ich hatte einen riesigen Verteiler, den ich extra dafür aufgebaut hatte. Das konnte ich und dann war hier, ging der Punk ab. Ich habe null Erinnerung an den Abend, null. Also ich war so unter Adrenalin, dass ich nicht mehr weiß, wie das jetzt genau lief. Hatte Freunde, die noch nie miteinander zusammengearbeitet haben, die dann hinter der Bar waren, im Service waren. Also es war die absolute, es war Chaos, aber es war Jazz quasi. Und dann war der Juli 97, war verregnet ohne Ende. Und ab 1. August war ein Jahrhundertsommer. Mhm. Schlecht auch, ne? Es ist ganz schlecht, ja. Mich kannte natürlich keiner. Dann wechselte das Lokal hier ständig. Also es war auch nicht so, dass ich auf eine Struktur aufbauen konnte, auf eine Goldgaststruktur. Und dann habe ich ein Bier verkauft am Abend, hatte aber schon Pianisten hier spielen oder gar kein Bier, null. Und dann habe ich dann irgendwann in meiner Verzweiflung, habe ich dann so Vorhänge hier dran gemacht, damit man nicht sieht von draußen, dass hier nichts los ist. Ja, mein Vater hat gesagt, es sieht aus wie bei Mitropa-Zügen, weil die waren natürlich orange, weil das Logo ist orange, deswegen dachte ich, muss es wenigstens ansatzweise farblich wenigstens abstimmen. Also es war ein Albtraum. Macht es spannender, ne? Wenn man draußen vorbeigeht und nur Vorhänge sieht, als wenn man eben reinguckt und merkt, da ist gar nichts los.
Kommt drauf an. Also wenn eine Bar an sich, das ist wie mit Hopper, dieses berühmte Hopper-Bild, wo der eine Gast an der Bar sitzt und der Barkeeper, das ist eine Bar, da würde man trotzdem reingehen. Sehr cool. Sehr cool. Aber im Grunde genommen ist es komplett kontraproduktiv, weil die Gäste wollen sehen. Erstens ist was los und zweitens, wie ist die Atmosphäre, spricht es mich an? Ja. Viele haben natürlich am Anfang auch gedacht, aufgrund meines Bildes da oben, es wäre eine Bar, die passend zum Viertel wäre, womit ich jetzt prinzipiell keine Probleme hätte. Aber es hat natürlich dann auch erstmal für Irritationen gesorgt, dass ein langweiliger Heterosexueller sich ein Maplesorb hinter die Bar hängt, als Eyecatcher. Beschreib mal dein Publikum. Wer ist dein Publikum? Mein Publikum kann man eigentlich so nicht beschreiben. Also, weil es von der Altersstruktur komplett unterschiedlich ist, von ganz jung bis wirklich auch ganz alt. Mhm. Und auch vom Sozialen, es gibt die Studenten, es gibt die Eltern, die mit ihren Kindern kommen, um es ihnen zu zeigen. Es gibt die Professoren, es gibt die Unternehmer, es gibt Sportler, egal was. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Und das war mir auch immer wichtig. Also das Wichtigste war mir, nie ein Szenelokal zu werden. Ja, yeah. Warum? Weil da würde ich die Krise kriegen. Also wenn ich nur Söhne und Töchter, also wenn jetzt Söhne und Töchter zuschauen, es tut mir leid, aber für mich sind Söhne und Töchter, die nichts anderes gelernt haben, wie mit der Kreditkarte ihrer Eltern auf den Tisch zu knallen. Gibt es hier in München, das ist wohl wahr. Gibt es ein paar in München. Und deswegen war das immer meine Angst, also dann plötzlich mal hip zu sein, was mit Live-Musik-Verhältnissen unwahrscheinlich ist und mit Jazz noch unwahrscheinlicher. Ja. Aber ich habe ja nicht nur Jazz, sondern auch Soul-Bands oder Latin-Bands, also da hätte schon mal was dabei sein können, was so ein Publikum dann anzieht. Mhm. Das war meine einzige Angst. Also die findet man verhältnismäßig wenig. Obwohl, du bist natürlich auch ein Geschäftsmann. Ja? Und da ist das vielleicht dann auch mal eine Überlegung, ein solches Publikum. Vielleicht kannst du dir eine extra Nische mit dem Vorhang. Das wäre eine Idee, quasi so abgetrennten Raum. Aber das Problem ist ja bei diesen Szenelokalen, dass die meisten, die poppen auf, sind ein Jahr hip. Und dann zieht die Meute weiter. Und dann haben die Lokale kein eigenes Publikum aufgebaut, was dann rüberträgt in die nach-hippe Zeit. Ja. Und dann entsteht ein Problem. Sagt der Profi, der über wie viel, 25 Jahre jetzt? Oder wie lange? Im Juli werden es 24. Wir wollen nicht übertreiben. 24. Nein, übertreiben wollen wir nicht. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Motiviert geht es weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Legion Akademie. Gut, also jetzt sitzen wir hier, wo du deine Musiker dann immer auftreten lässt. Ich habe jetzt auf deiner Webseite gesehen, dass da ein Haufen Leute sich bei dir bewerben, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du die alle reinkommen lässt. Nach welchen Kriterien sucht denn der Herr Vogler überhaupt aus und wie viel Feinde schafft er sich dadurch? Das ist eine Doppelfrage. Okay, den ersten Teil, im Grunde genommen, was mir gefällt, hoffe ich, dass meinen Gästen auch gefällt. Beziehungsweise umgekehrt ist es auch so, dass die Gäste sich darauf verlassen, wenn sie herkommen und mal nicht den Newsletter gelesen haben. Der Vogler hat was ausgewählt, was uns auch gefällt. Natürlich schafft man sich damit Feinde, vor allem, weil ich kein Musiker bin. Also ich komme nicht aus der Szene, aha, erstens. Zweitens spiele ich noch nicht mal ein Instrument. Also ich habe zwar alles Mögliche mal probiert, so ganz klassisch aufgewachsen, aber das ist das Einzige, was ich hier nicht mache, dass ich mich hier ans Klavier setzen könnte oder ans Schlagzeug oder sonst irgendwas. Und da gibt es natürlich Musiker, die mit einem Nein, oder ich sage nicht Nein, sondern wie auch in einer Geschichte in dem Buch, wo ich eine Absage erteilt habe und eine sehr, sehr brutale, verletzende Antwort bekommen habe. Das gibt's, obwohl ich nur gesagt habe, es tut mir leid, das passt leider nicht ins Vogler-Programm. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es so wenig Bühnen inzwischen gibt, wo Musiker spielen können. Ja.
und Musiker ein ganz anderes Selbstbewusstsein oder Selbstverständnis haben, natürlich, und sagen, ich mache doch was Tolles, warum willst du das nicht? Yeah. Und da ist es manchmal dann etwas schwierig. Kann man dich dann überzeugen, also wenn man dann irgendwie nochmal eine andere Art von Musik, also ein anderes Lied dir schickt, oder bist du dann festgelegt, wenn du sagst, also du musst ja dann reinhören in deren Musik irgendwie, ne? Schicken die dir Bänder? Also wo soll ich muss reinhören, also Bänder werden nicht mehr geschickt, also früher hat man noch, als ich anfing, hat man ab und zu auch eine Kassette bekommen, ja, ja. Die dann und dann kam die Musik und das war manchmal sehr, sehr lustig, aber nicht ganz professionell. Inzwischen läuft sowas alles über Homepages. Man kriegt auch keine CDs mehr, also in der Regel. Mhm. Und dann das eine, das andere ist, Musiker, die ich kenne, empfehlen mir eine Band, weil ein Freund von ihnen tourt zum Beispiel. Und dann weiß ich, der spielt schon lange bei mir, das ist, auf den kann ich mich verlassen, der würde mir jetzt nichts empfehlen, was hier nicht reinpassen würde. Und dann buche ich auch manchmal blind. Und der Musiker weiß natürlich auch, wenn er mir da jetzt einen Blödsinn erzählt, dann könnte es vielleicht sein, dass er dann auch nicht mehr spielt oder dass er mit mir dann auch ein Problem kriegen könnte. Das ist einfach auch eine Vertrauensbasis dann gegeneinander. Und so sind es die unterschiedlichen Wege, wie das dann funktioniert. Wie gehst du eigentlich mit einem Musiker um, den du eingeladen hast und dann, während er hier sein Set spielt, du merkst, dass er eigentlich gar nicht hier reinpasst? Also es gibt eine Geschichte mit einer Sängerin, die mir ein Demoband damals geschickt hat, eine CD, die war perfekt, großartig. Die Mappe, Pressemappe war sensationell, die hatte Besprechungen von Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, man muss ihren Namen in einem Atemzug mit Ella Fitzgerald, Shirley Bassey und bla bla nennen. Mhm. Unglaubliche Clippings. Und die habe ich damals, das war ganz am Anfang, dann blind gebucht, weil ich mir dachte, okay, was soll da schief gehen? Die hat auch die PR gemacht und so weiter und so fort. Und die war dann hier. Und das war wirklich, also der erste Gast kam dann und meinte, entschuldigen Sie, Herr Vogler, könnten Sie mal die Anlage richtig einstellen. Ich meine, es tut mir wirklich leid, aber die gibt einfach wieder, was jetzt gerade in sie hineingegeben wird. Und die stand auf der Bühne und hielt das Mikro, das habe ich auch nur einmal erlebt, wie ein Maiskolben. So, hatte ein riesiges Notenpult vor sich aufgebaut, wo sie alles abgelesen hat. Und es war fürchterlich. Es war ein Albtraum. Die Leute sind aus Stuttgart zum Teil hergekommen, weil sie hatte eine PR-Agentur und die wollten sie sehen und es war grenzwertig. Aber in dem Moment kann man nichts machen. Ich kann sie nicht von der Bühne holen. Das geht nicht. Ich habe Musiker von der Bühne geholt, wenn sie zu laut waren. Also es gibt eine Band, die war so laut, dass ich mir den Musiker habe kommen lassen und habe gesagt, also erstmal Pause, dann bitte, ihr seid in einem Wohnhaus hier. Geht so nicht. Also es bringt auch nichts. Den Gästen ist es zu laut, meinen Mitarbeitern ist es zu laut. Es ist einfach viel zu laut. Bitte kommt runter. Wo du Wohnhaus sagst, ich habe auch mal in einem Wohnhaus gewohnt, wo unten erst... Hast du mal im Wohnhaus gewohnt? Ja. Entschuldigung. In der zweiten Etage. Und unten war ein Möbelgeschäft drin. Und das ist dann rausgegangen. Und da kam dann eine Bar rein. Ich weiß nicht. Ja. Aber ich sag dir ehrlich, ich bin nach 3 Monaten ausgezogen. Ja. Das ging nicht. Ja. Wie viele Etagen sind hier jetzt frei? Wo? Gott sei Dank keine. Also ich habe wahnsinnig tolerante Nachbarn. Das ist wirklich sensationell. Also hier im Haus, also wir kennen uns alle natürlich, aber auch im Nachbarhaus. Also es ist eine Wand, es sind also 2 Häuser davon betroffen. Und natürlich versuche ich, mich so einzustellen. Ich habe das Programm dann auch immer wieder modifiziert, um Nachbarn dann auch gerecht zu werden. Natürlich kann man hier nicht für absolute Ruhe sorgen, weil das Haus ist von 1876. Das heißt, irgendwo sind hier Rohre, die kein Mensch mehr kennt und die auch niemand mehr findet und die man auch nicht verfüllen kann oder sonst irgendwas.
Also da habe ich großes Glück. Aber ich tue auch alles dafür, dass es draußen ruhig ist, dass die Musiker nur zu einem bestimmten Zeitpunkt spielen. So, und wann ist denn für deine Gäste hier und für dich abends Schluss? War Schluss? Ganz früher wurde bis 1 Uhr gespielt. Das habe ich dann immer mehr reduziert bis auf 11:30 unter der Woche und bis 12 am Wochenende. Aha. Und am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist nur Solo-Piano oder Duos, also so Casablanca-mäßig, ganz entspannte Geschichten, kein Schlagzeug. Montags muss der Schlagzeuger nach dem ersten Set mit Besen spielen, um die Lautstärke auch runterzubringen. Und am Freitag, Samstag ist es dann lauter. Gerade wenn du sagst, so die softere Musik mit Piano und so, und man da so sitzt mit Freunden, dann bin ich mir nicht ganz sicher, wie würdest du dir das wünschen? Dass man den Mund hält und zuhört? Oder soll man sich, darf man sich unterhalten? Oder ist das dem Musiker gegenüber unfreundlich? Ich bin eine Bar. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Unterschied zum Herkules-Saal, wo man hingeht, um die Musik zu hören. Und da wird nicht geredet. Hier wird natürlich geredet. Und dann hängt es immer ein bisschen auch davon ab, welche Energie kommt von unten nach unten, von oben nach unten und welche von unten nach oben. Es gibt Abende, wo kein Mensch redet. Und es gibt Abende, wo alles dermaßen zugequatscht wird, dass man sich denkt, okay, ich hätte jetzt eigentlich mir das Geld sparen können und die Musiker hätten sich auch irgendwie den Abend sparen können. Aber die Musiker wissen auch, auf was sie zukommt. Also die wissen, dass es passieren kann, dass die Leute einfach dann reden. Mhm. Interessanterweise war es dann so... Man geht hier einer rum, macht pst, pst, pst. Nein, das will ich nicht. Das willst du nicht? Nein, wenn ein Gast aufsteht und ich merke, er geht zu anderen Tischen und sagt, seid leise, dann gehe ich zum Gast und sage, bitte... Das darf nur ich. Ich nehme es mir nicht übel, aber ich möchte nicht, dass andere Gäste anderen sagen, wie sie sich verhalten sollen. Denn das kommt bestimmt oft vor. Das kommt nicht oft vor. Das kommt nicht oft vor. Nein. Aber zwischen den Lockdowns war es so, dass die Gäste nicht mehr geredet haben. Also, weil das natürlich auch ein ganz begrenzter Zeitraum war, wo man hier überhaupt sein konnte. Am Schluss war es ja nur noch bis 21 Uhr. Und das war dann 1,5 Stunden irgendwie ein komprimiertes Set. Und da hat kein Mensch geredet, weil alle unbedingt nur die Musik hören wollten. Das geht dann auch wieder. Also es ist immer sehr situationsbedingt. Und am Samstag, wenn eine Tanzband spielt oder am Freitag eine Funkband oder wie auch immer, dann wäre es auch ein bisschen seltsam, wenn es dann total still wäre. Also dann braucht man auch die Interaktion mit dem Publikum und dann muss so ein Vibe auch entstehen. Ja, und die Leute tanzen dann hier auch. Ne? Samstags wird auch getanzt. Ja. Dann sind die Tische alle weg. Und dann wird getanzt. Die nimmst du dann weg ab einer gewissen Zeit? Also ich erinnere, da gab es griechische Restaurants, wo dann tatsächlich die Tische weggenommen wurden und man dann da getanzt hat. Oh, das Kütero in der inneren Wienerstraße, das war noch was. Ja. Nee, die sind dann vorher schon weg. Da ist dann keiner dran. Wie machst du das mit deiner Küche, wenn der Herr Witzigmann hier nicht kocht? Das ist auch eine Geschichte in dem kotzenden Hund. Also jetzt der kotzende Hund hat nichts mit Herrn Witzigmann zu tun. Nein, nicht, dass ich in irgendeine Klage hier an den Hals kriege. Nein. Natürlich hat hier auch mal Witzigmann gekocht, beziehungsweise wenn Sie wissen wollen, ob er wirklich gekocht hat, sollten Sie das kotzenden Hund lesen. Ich hatte früher Vollküche. Also ganz am Anfang gab es Vorspeisenteller, weil ich hatte ja, wie gesagt, keine Ahnung. Und dann hatte ich langsam Köche integriert, was eine Katastrophe war zum Teil. Dann hatte ich einen sehr guten Koch, Afrim, der mir dann abgeschoben wurde leider, ein Kosovo-Albaner. Dann hat mal einer vom Vierjahreszeiten, Stefan Jäger, 16 Jahre, der war 16 Jahre lang Chefkoch vom Vierjahreszeiten, hier gekommen. Aber was für eine Küche willst du denn hier überhaupt haben? Also mit welchem Anspruch gehst du an deine Speisekarte ran? Ich wollte mal einen gehobenen Anspruch haben, weil ich mir dachte, das gibt es sonst in München nicht, dass man Live-Musik genießen kann und eine gehobene Küche. Das funktioniert aber nicht. Entweder Live-Musik oder gehobene Küche. Ich kann nicht beurteilen, ob das überall so ist, aber in München ist es so. Außer man macht es ganz gehoben. Das würde wieder funktionieren, aber das möchte ich wieder nicht. Und dann habe ich die Küche immer mehr nach unten gefahren und im Grunde genommen ist sie jetzt nicht mehr existent. Macht aber nichts. Also ich hätte ein Problem, wenn ich der Einzige wäre in einem 60 Kilometer Umkreis und ich wäre der Einzige, der Gastronomie machen würde und würde keine Küche anbieten. Also du bietest keine Küche an? Nee.
Also es gibt Snacks, okay, aber ja, nichts Warmes mehr, gar nichts mehr. Weil ich bin umgeben von hervorragenden Lokalen, wo die Gäste dann vorher, wenn sie was essen wollen, hingehen können und dann kommen sie danach zu mir. Wie kommt man denn überhaupt zu dir, um dann hier auch einen netten Tisch zu kriegen? Also das, schwierig. Du musst mindestens drei Empfehlungen haben. In einem Wohnhaus wohnen. Sonst geht das nicht. Die reservieren halt. Also die meisten kommen dann über den Newsletter. Aber es kommen sicher Leute, die dann von dir auch bevorzugt werden. Das, also wenn alle Tische schon voll sind, dann gibt es immer noch einen Tisch. Also es gibt ja Leute, die davon ausgehen, dass der Chef immer noch was im Petto hat. Nee, also ich bin nicht so, also so einer bin ich nicht. Also ich bin nicht so einer, der dann darauf wartet, dass irgendwer vielleicht, den man vielleicht kennen könnte oder sowas, und der braucht dann noch einen Tisch, das ist mir ziemlich egal. Also bei mir sind alle Gäste, klingt immer bescheuert, aber sind wirklich gleich. Von daher gibt es dann auch nicht, wie bei Louis de Funès, irgendwo den Tisch, der dann immer frei bleibt. Ja, ja. Nein, nein, ich rede auch nicht so viel wie der. Und nicht so schnell. Aber gut, wo wir schon von berühmten Menschen sprechen, wer ist denn hier schon mal aufgetreten? Also wer sind deine Top 3? Meine Top 3? Randy Brecker zum Beispiel, also ein sensationeller Trompeter. Dann P.V. Ellis, ein Wahnsinns-Saxophonist. Und einer, das fällt mir jetzt spontan ein, den man jetzt so nicht nennen würde, aber das war einer meiner absoluten Lieblingsmusiker, Joe Kinnaman. Das sind jetzt alles Anglo-Namen? Nee, Joe Kinnaman ist kein Anglo-Name. Der ist, war jahrzehntelang die Stimme des Bayerischen Rundfunks, des Jazz im Bayerischen Rundfunk. Ein unglaublich lyrischer Pianist und der hat hier immer gespielt, kann aber jetzt leider nicht mehr spielen. Und das waren fantastische Abende. Also auch da ist es so, es muss nicht unbedingt ein Name sein, also, weil es gibt Namen, die überhaupt keinen Bock haben zu spielen und es gibt andere, die brennen dafür, auf der Bühne zu stehen und das merkt man dann auch. Aber so PR-mäßig kriegst du natürlich mit bekannten Namen die Bude immer gut voll. Ja, aber PR ist eines, das andere ist die Finanzierbarkeit. Also da tun sich natürlich subventionierte Bühnen wesentlich leichter, wenn die ein Etat haben, X im Jahr, wo sie sagen können, wir können den und den Musiker buchen, egal was passiert, auch wenn keiner kommt, das interessiert uns nicht, wie jetzt ich, der dann aus der eigenen Tasche dann das bezahlen müsste. Bist du denn mit der Auslastung von früher, wir reden jetzt nicht Corona-Zeit, sondern früher bis Anfang 2020 zufrieden? Ja, ich wäre Masochist, wenn ich das nicht wäre. Also wenn ich das 23 Jahre mache und jeden Abend hier drin stehe und keiner kommt. Geht noch mehr? Nee, ich finde nicht. Also das war wunderbar vorher, wirklich großartig, die Resonanz auch. Und das merkt man jetzt auch in diesen schlechten Zeiten, dass die Gäste das zu honorieren wissen. Also es haben unglaublich viele Gutscheine gekauft, weil sie sagen, Vogler, haltet durch, wir wollen wiederkommen, wir wollen die Musik, die Atmosphäre wieder genießen. Und das tut dann, egal wie hart das alles ist, sehr, sehr balsam für die Seele. Wie viel Werbung machst du eigentlich, also PR und Marketing? Ist das etwas, was du ausnutzt? Ich habe meinen Newsletter, der geht an über 8200 meiner Gäste. Und das ist mein wichtigstes Marketinginstrument. In dem ersten Lockdown habe ich jede Woche, normalerweise geht er wöchentlich raus, dann noch beschickt mit Geschichten, um die Gäste auch zu unterhalten, weil ich mir dachte, in diesen Zeiten, wo man ständig nur noch, man hört nur noch negative Sachen, dann wären ein paar nette Geschichten vielleicht hilfreich. Das war auch ein Grund, dann den kotzenden Hund. Ja, nein, das ist echt, also weil ich manchmal das Gefühl habe, dass der eine oder andere einfach nur frustriert ist und schimpft und sagt, alles ganz schrecklich. Aber solche Sachen wie dein Buch, ja, oder auch dein E-Mail-Letter, den du da immer verschickst, die zeigen, dass man auch was machen kann. Damit, also eins haben ja alle Krisen gemeinsam über die Jahrtausende. Irgendwann sind sie zu Ende. Und richtig, deshalb muss man einfach auch daran denken. Man muss daran denken und man kann 23 Kreuze schlagen, wenn man es überlebt hat. Und da gehen wir auch durch. Also wir leben hier in einem Land, wo man damit auch leichter durchgehen kann wie in anderen Ländern. Da haben wir einfach auch
wahnsinnig viel Glück. Und das muss man sich auch mal immer wieder bewusst sein, dass wir hier einfach runtergeplumpst sind, wie ein Sechser im Lotto, ohne dass wir was dafür können. Und dafür, da bin ich mir dann auch wieder sehr bewusst. Ja, eigentlich ein schönes Schlusswort. Aber dieses, dass du also tatsächlich hier, also ist das wirklich so, dass du 25 Jahre, also fast 25 Jahre, immer wenn diese Jazzbar auf war, du auch immer hier warst? Das sind was, 6 Tage die Woche? Das sind 6 Tage die Woche, ja, ganz am Anfang waren es sogar 7. Und dann habe ich es aber auch reduziert auf 5 Tage. Jetzt im Lockdown habe ich es dann, nach dem Lockdown habe ich es auf 5 Tage reduziert. Auch einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich kann das 6 Tage jetzt nicht füllen. Das funktioniert nicht mit den ganzen Auflagen. Warst du mal am Gardasee? Oder? Ich habe dann auch Urlaub gemacht. Also die ersten 10 Jahre habe ich überhaupt keinen Urlaub gemacht. Ja. Aber das ist klar, wenn man sich was aufbaut und dann, ich habe ja x Sachen mit GEMA und was weiß ich, was alles passiert ist. Jahrhundertsommer, wo man dann wieder, man denkt man, jetzt ist man am Ende des Tunnels. Ja, das Licht, ich sehe es. Und dann macht und kommt wieder was Neues. Jetzt kommt halt Corona, aber es trifft mich in einer wesentlich besseren Situation, als wenn es jetzt vor 10 Jahren gewesen wäre. Das wäre ungut gewesen. Also Thomas Vogler, mit deiner Vogler Jazzbar ja. Wünsche ich dir richtig viel Erfolg, dass das also dann sofort wieder ein Jumpstart wird, ein schneller und erfolgreicher. Und ich bin mir sicher, denn das ist ja über mehr als 2 Jahrzehnte eine feste Marke in unserer Stadt geworden. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke für die Einladung. Vielen Dank. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.